Der Werbemonitor ist heute zu Gast bei einem der profiliertesten und anerkanntesten Experten aus dem österreichischen Spitzensport, Professor Heinrich Bergmüller. Er setzt seit über 25 Jahren wesentliche Akzente in der Sportwelt und betreut Ausnahmeathleten wie Hermann Mayer. Wir haben den Profi heute gefragt, welche Rolle Bewegung und Gesundheit im betrieblichen Alltag einnehmen. Das heutige Thema ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und wir wollen uns heute mit der Frage auseinandersetzen, wie die Leistungsfähigkeit von Chefs und deren Mitarbeitern langfristig und nachhaltig erhalten werden kann. Gut, Leistungsfähigkeit kann man mit vielen Möglichkeiten messen. Man kann die Kraftleistung messen, man kann die Ausdauerleistung messen. Ich kann messen, wie schnell ich auf einen Berg brauche, zeitlich. Schnelligkeit kann man messen, aber mein Ansatz geht über die Physiologie, ja, und mit der Physiologie verbunden auch die Gesundheit, ja, zu ergometrieren. Es reichen teilweise ein Test auf dem Ergometer mit 3 Stufen, dass man sieht, wie schaut's mit der Ausdauerleistungsfähigkeit aus, ja? Wie schaut's mit dem Fettstoffwechsel aus, ja? Wie schaut's kardiovaskulär aus, herz-kreislauf-mäßig mit dem Blutdruck, ja? Da kann man schon sehr viel herauslesen über die Leistungsfähigkeit eines Firmenchefs oder von Mitarbeitern, ja? Und da kann man auch sehr schnell davon ableiten, was wer machen sollte, um leistungsfähiger und besser zu werden. Laktat ist schlechthin dieser Stoffwechselparameter, um die Leistungsfähigkeit entsprechend messen und zuordnen zu können. Ja, das Laktat ist ja, wie man irrtümlicherweise früher gesagt hat, kein Stoffwechselabfallprodukt, sondern ist auch eine Energiequelle. Laktat hat aber negative Auswirkungen auf unseren Organismus. Das weiß man aktuell aus der jüngsten Forschung. Ja, Laktat kann Gelenksknorpel und Bindegewebe schädigen. Laktat führt zu einer höheren Ausschüttung von Stresshormonen, Radikalen und kann auch Blutgefäße verengen. Ja? Und das, was wir, viele Menschen haben schon mal einen Laktattest erlebt oder das einmal bildlich irgendwo gesehen, ja, wo dieses Blut am Ohr abgenommen wird. Ja? Aber das, was wir da am Ohr messen, ist in unserer Muskulatur um ein Vielfaches höher. Ja? Und da natürlich ist sehr entscheidend, wie schaut es mit der körperlichen Basis aus. Ja. Das ist im Wesentlichen auch die Ursache für viele Menschen, wenn sie ins Abseits, ins Burnout rutschen, weil sie nicht mehr ausreichend Energie bilden können. Ja. Und für das sind unsere Mitochondrien verantwortlich. Und das Laktat spielt da ganz eine große Rolle. Das, was mich fasziniert, ist, dass Kreativität und Körper, Kreativität und Geist hier da total angesprochen ist. Und es nützt einmal nichts. Wir müssen uns auch im täglichen Job beweisen und im täglichen Job auch solche Dinge beachten, dass wir auch gesund und sportiv bleiben. Und das bringt den Werber auch nach vorne.